willkommen bei Mini Paradise. Ja, wir lachen schon gerade, weil wir schon den 10. Versuch haben. Weihnachten steht vor der Tür. Und Robert? Ja, wir sind heute nicht so redegewandt irgendwie. Richtig. Aber wir wollen auf jeden Fall die Chance nicht verpassen, heute am heiligen Abend, am 24.12.2018, kurz vorm Jahresende, nochmal ein paar Weihnachtsgrüße an euch alle loszuwerden. Ja, wir hatten ein recht, ich sag mal, vorsichtig turbulentes Jahr. Und wir, also was heißt turbulent? Wir haben natürlich mit dem Projekt Mini Paradise hier so unseren kleinen Traum verwirklicht. Und ja, in der letzten Zeit sind natürlich mit den Videos, hatten wir immer so ein bisschen Probleme da hochzuladen, weil die Zeit uns natürlich ab und zu mal so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir können euch aber auf jeden Fall beruhigt sagen, dass wir demnächst wieder richtig angreifen werden auf YouTube. Und wir wollten es uns nichtsdestotrotz auf jeden Fall nicht nehmen lassen, jetzt vor den Feiertagen am Heiligen Abend heute nochmal ein absolut herzlichste Weihnachtsgrüße an euch loszuwerden. Die beiden anderen Jungs sind leider nicht dabei, Kai und Marcel, also auf jeden Fall auch mal Grüße an euch. Wir haben es leider auch, die Zeit ist wieder das Problem gewesen, richtig, nicht geschafft. Wann schaffen wir es mal, 4 Mann gleichzeitig hier zu sein? Das ist schlimm, es ist schlimm. Auf jeden Fall Grüße an euch und vor allem auch Grüße an die gesamte Mini Paradise Community hier aus Kassel. Und natürlich an alle Follower da draußen, die uns auf YouTube immer verfolgen. Auch herzlichste Grüße und vor allem ein riesengroßes Dankeschön an euch, dass ihr dieses Projekt Mini Paradise so tatkräftig unterstützt. Es ist für uns, wie gesagt, die Anfangszeit war jetzt nicht immer leicht, aber wir danken euch auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass ihr so schnell auf unseren neuen YouTube-Kanal gefunden habt und jetzt auch wirklich rege Teilnahme habt an unseren Videos, mit den Comments euch da beteiligt und so weiter. Das ist, also einige Leute haben auch schon geschrieben, dass sie uns vielleicht irgendwie gerne mal unterstützen würden über Patreon, über irgendwelche Spenden oder sonst irgendwas. Wir müssen dazu einfach noch eine Sache sagen. Wir haben derzeit nicht geplant, da den Kanal irgendwann mal mit Werbung zu belegen oder sonst irgendwas. Des Weiteren haben wir es auch nicht geplant, da einen Patreon-Account momentan zu eröffnen, weil wir dieses Community-Projekt einfach fördern wollen. Also wir wollen dafür derzeit einfach nichts haben. Dafür haben wir unseren Laden, wo wir einfach versuchen, unser Hobby mit zu finanzieren. Und der größte Dank für uns ist es einfach, wenn wir positive Comments unter den Videos bekommen und wirklich, wo man wirklich merkt beim Lesen, dass dem Menschen das Projekt einfach gefällt, was wir hier machen. Und ich denke, dir geht es da ähnlich. Wenn man sowas liest, das geht einfach runter wie Öl und das ist einfach der größte Dank. Da zeigt es halt, dass es ist wie so eine Motivation und dass wir auf dem richtigen Weg da sind. Extrem, da gebe ich dir absolut recht. Und ich denke, da können wir auch für die anderen beiden sprechen, dass es einfach der größte Lohn ist. Und ich sag mal, passend zu Weihnachten, ich denke so dieses wahre Fest oder Weihnachtsfest, das vergessen auch viele heutzutage oder das gerät einfach so ein bisschen ins Hintertreffen, was eigentlich so das wahre Fest oder der wahre Grund dieses Festes ist. Es ist nicht immer beschenken und was natürlich auch mit Stress verbunden ist. Ihr kennt es alle da draußen, in die Stadt noch rennen, die letzten Geschenke holen und so weiter. Das kennt jeder noch. Ja, es kommt eigentlich auf ganz andere Dinge an, nämlich einfach mal wirklich eine erholsame Zeit mit seinen Liebsten, Freunden, Familien zu haben und sich einfach mal entspannen können und sich auch an den einfachen Dingen des Lebens mal erfreuen. Und ja, wir danken euch auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass ihr dieses Projekt unterstützt und wir versprechen euch an dieser Stelle auf jeden Fall, dass wir im nächsten Jahr weiter Vollgas geben mit dem YouTube-Kanal und wir haben ein paar tolle Projekte auch so geplant, auch diese ganzen Battle Reports vielleicht mal so ein bisschen variabler zu gestalten und auch mal etwas andere Dinge zu zeigen und so weiter. Also es kommt auf jeden Fall einiges im neuen Jahr. Wir bemühen uns und geben weiter Vollgas. Auf jeden Fall, also definitiv. Ja, das soll es soweit gewesen sein und liebe Freunde, dann genießt den Tag. Feiert schön und ruht euch aus für 2019. Genau, weil dann sind wir wieder da und nerven euch. Okay. Macht's gut, schöne Feiertage. Ciao. Ciao. Was der Robert sagt mit den Geschenken, lasst euch reich beschenken.